wirklich einstimmen von diesen Fans. Beeindruckend diese Euphorie beim Sachsen-Derby. Dynamo will sich rehabilitieren für die 1:4 Hinspielpleite und so ganz nebenbei auch noch den definitiven Klassenerhalt sichern. Dynamo in Gelb-Schwarz, Aue in Weiß, von den Voraussetzungen her kein gemütlicher Fußballkick. Zweier Mannschaften, für die es um fast nichts mehr geht. Dresden gegen Aue, das ist traditionelle Rivalität. Dresdens Keeper Ignaz Kresic. Diesen weiten Abschlag. Kennedy auf Clement Lavrić. Nach 7 tatenlosen Zitterminuten war die Anfangsnervosität abgelegt. Der Dynamo-Sturm kam in Fahrt. Kennedy legte ab auf Lavrić, der narrte Emmerich. Wollte dann das Tor allerdings zu kunstvoll erzielen mit dem Außenriss, nämlich anstatt voll rein. Dresden gegen Aue, also ein echtes DDR-Derby. 58 Mal spielten beide Mannschaften in der Oberliga gegeneinander. 31 Mal davon gewann Dynamo. Der Gastgeber auch heute zu Beginn offensivfreudige. 3:0 stand es schon nach 15 Minuten für seine Mannschaft. Für die von Christoph Franke 3:0 nach Ecken für Dynamo. Ecke Dresden fröhlich. 15. Minute Kennedy. Erste Dynamo-Chance Lavrić, zweite Möglichkeit Kennedy. Auf jeden Fall hat Dynamo einen torgefährlichen und begehrten Sturm. 1860 hat an ihm, an Joshua Kennedy, konkretes Interesse bekundet. 600.000 Euro Ablöse stehen im Raum für den 22-jährigen Australier, der in Sachsen noch Vertrag hat bis 2006. Dynamo anfangs mit dem aggressiveren Fußball überbrückte das Mittelfeld so wie hier mit langen Bällen. Und immer wieder suchten sie Clement Lavrić. Da ist er am Ball, der Slowene. Lavrić, 18. Minute. Dresden wollte hier ganz klar den Sieg und somit den definitiven Klassenerhalt. Beeindruckend das kämpferische Nachsetzen der Gelb-Schwarzen. Achten Sie auf Oswald, da kommt er an den Ball. Oswald, was für ein Lauf des 29-jährigen Carsten Oswald. Oswald, Bobel und im Nachsetzen Lavrić. 1:0, Dynamo Dresden, 13. Saisontor des Slowenen. Vater des Tores, aber ganz klar, Carsten Oswald, fast an der Mittellinie setzte er seinen Sololauf an. Und zwar hier, er vernaschte dann den ersten Auer, den zweiten, den dritten, den vierten und auch den fünften, um knapp an Bobel zu scheitern. Aber Lavrić staubte ab. Carsten Oswald mit Sätzen wie Aue, das ist die selbsternannte Nummer 1 in Sachsen, heizte er dieses Derby an. Er erzeugte Druck, hielt ihm aber auch stand. Torschütze Clement Lavrić, auch der 13-Tore-Mann, steht bei einigen Bundesligisten auf dem Wunschzettel. Die 25. Minute, wieder Ecke Dresden, jetzt bringt man und wieder Lavrić. Aus Zuordnung bei Standards unsortiert. Sie verloren fast jedes Luftduell gegen Lavrić oder Kennedy. Aues Drei-Mann-Offensive in der ersten halben Stunde überhaupt nicht in Szene gesetzt. Jetzt Aue erstmals torgefährlich. Kurt, Emmerich. Täglich am Dresdner Tor vorbei. Nach 29 Minuten war das aber die erste Auer Möglichkeit. Der Dresdner Defensive dürfte es dann ein bisschen langweilig geworden sein, nichts zu tun bei diesem Derby. Da dachte sich wohl Ignaz Kresic, will ich dieses Derby doch mal spannend machen. Aufgepasst. Oppitz gemütlich zu Kresic zurück. Juskowiak kommt. Kresic, was macht der? Der spielt direkt zu dem hier. Dem hier Juskowiak nicht im Abseits. Juskowiak! Sonst so eine kalte Schnauze vor dem Tor. Hier versagt der Pole. Aber Ignaz Kresic, für ein gutes halbes Dutzend schwerer Torwartfehler zeichnet er sich selbst verantwortlich. Trotzdem wird Dynamo ihm einen stark leistungsbezogenen Vertrag für die kommende Saison anbieten, gleichzeitig aber auch einen neuen Keeper verpflichten. Mit Hochacht muss dagegen jeder Fußballfan Gerd Schädlich begegnen. Mit einem Etat von 5,8 Millionen Euro seinen Zuschauern einen so soliden Profifußball zu bieten, das nötigt jeden Respekt ab. Und zum Ende der ersten Hälfte kam auch sein FC Erzgebirge immer besser, so wie jetzt mit Zuri. Und Juskowiak völlig frei per Kopf. Mit einer viel zu leichtfertigen Spielweise brachte Dynamo sich immer häufiger in Bedrängnis.
Joskowiak löste sich hier von Orpetz. 1:0 führte Dynamo Dresden zur Pause im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue. Nicht alle im Stadion waren zufrieden. Zum Beispiel er hier mit seiner Presskohlenwurst. Eine ganz kurze Pause. Gerd Schädlich und Christoph Franke, nur der linke der beiden Freunde, hatte bislang Spaß. Schädlich und Franke wohnen übrigens nur 3 Minuten voneinander entfernt, treffen sich häufig zum Austausch. Wie in Abschnitt 1 brauchten beide Mannschaften einige Anlaufzeit. Dann Aue mit Kos. Auf Joskowiak, auf Zuri natürlich, schön gelöst von Zuri auf Heidrich. Matthias Heidrich eingewechselt für Günther. Schädlich wollte heute einigen Spielern eine Chance geben, deren Verträge auslaufen oder die eventuell Konkurrenz bekommen sollen. Liebers und Günther nutzten ihre Möglichkeiten heute nicht. In der zweiten Hälfte wurde es dann ganz schlechter Fußball. Aktionsloses Geschiebe im Auer Mittelfeld. Gekicke ohne Ziel, ohne Lust und ohne Mut. Chancen so für Dynamo Dresden. Fröhlich. Lavric, Clemen Lavric, Bobel hatte aufgepasst. Es deutete sich eine Sensation an, denn nach der Wende konnte Dresden noch nie gegen Aue gewinnen. Dynamo ist mit Platz 9 momentan bester Aufsteiger. Von der Stimmung auf den Rängen auch eine absolute Bereicherung. Und Dresden konterte dann im eigenen Strafraum. Ansgar Brinkmann, der setzt mit seinen 35 Jahren gar nicht mehr zum Sololauf an. Fröhlich, so sah er aus, der Fußball. Verpasst, vergeben, vertan, nur ganz selten Aktionen mit Abschluss in Richtung Tor. Deshalb beobachten wir mal Ansgar Brinkmann. 3 ganz wichtige Tore hat er für Dynamo in der Rückrunde erzielt. Und so Ansgar denn will, kann er bis 2006 in Dresden bleiben, besitzt einen Vertrag auch für die kommende Saison. Man kann die Auer vielleicht auch ein bisschen verstehen. Die spielten eine glänzende Saison. Nach oben und unten geht nichts mehr. Aber sie mühten sich noch ein bisschen. Kurs. Schubitice auf Demir. 75. Minute. Solche Szenen waren die Highlights bis zur 75. Minute. Dann ging es aber los im Habichtstadion. Die Schlussphase hatte es noch einmal in sich. So ganz simpel wollten sich die Auer hier dann doch nicht geschlagen geben. Schubitice. Versuchter Doppelpass mit Joskowiak, Demir am Ball und Krešić. Wahnsinniger Reflex des 38-jährigen Dynamo-Keepers. Von Opitz kam der Ball zu Demir und der kleine Deutsch-Türke mit der letzten Fußspitze. Ignaz Krešić zeigte dann aber, warum ihn Christoph Franke zurückgeholt hat ins Dynamo-Tor, warum er ihn wieder aufgebaut hat. In der Schlussphase nur noch Aue und Dresden nur 1:0 vor. Zuri, immer für ein Tor gut, Zuri. Und von hinten Emmerich. Noch waren 7 Minuten zu spielen. Es hatte den Anschein, als hätten die Auer sich alle Dynamik, alle Einsatzbereitschaft, den ganzen Kampfeswillen für die Schlussphase aufgespart. Missverständnis Krešić, Heidrich von hinten. Plötzlich bekamen die 24.000 Fußball geboten. Jetzt war es ein Derby, jetzt war Feuer drin. Krešić und Beuchel hier uneins und Heidrich mit seinem gefürchteten Hammer. Aue wollte das Tor, Aue wollte den Ausgleich. Dresden am Ende tief in der Defensive, die warteten ab. Setzten dann aber noch einen Konter. Den hier über Wansi eingewechselt. Wansi kann nicht abspielen, Kubielka im Abseits. Wansi sucht seine Chance alleine, er wartet noch auf sein erstes Saisontor. Wansi, es wurde nichts aus dem ersten Saisontor des Kameruners. Aber was wurde vor diesem Spiel über diese Brisanz im Sachsen-Derby gesprochen? Jetzt war die Rivalität zumindest zu spüren. Schick direkt zu Demir. Es blieb am Ende beim 1:0 für Dynamo Dresden. Die Sachsen haben somit den Klassenerhalt geschafft. 3 Spieltage vor Schluss. Eine Sensation nach dieser Hinserie. Fußball Deutschland hat nun auch in ein weiteres Jahr diesen wahnsinnigen ostdeutschen Traditionsclub im bezahlten Fußball. Felix Schwadorf, bitte.
Franke, jetzt dürfen wir endlich gratulieren zum Klassenerhalt. War ein hartes Stück Arbeit. Natürlich war es ein hartes Stück Arbeit und die Auer haben am Ende noch mal Druck gemacht. Dort hatten wir auch Glück, als sie gegen die Latte geschossen haben. Aber wir sind durch, 43 Punkte. Also wir haben die im ersten Jahr als Aufsteiger die Klasse gehalten. Hattet ihr wirklich ein bisschen Bammel noch, dass 40 Punkte nicht reichen könnten? Ja, der Trainer ist ja mit Chemnitz mit 42 Punkten schon mal abgestiegen vor Jahren. Und das denke ich mal, das sollte uns eine Warnung sein. Und wir haben gesagt, pass auf, wir brauchen 43 Punkte, dass wir rechnerisch durch sind. Und das haben wir ja heute geschafft. Fazit des Tages. Heute gab es Haue für Aue. Und Freunde dürfen sich aus Freude auch einmal schlagen. Damit die Zuschauer dies aber nicht nachmachen, wurde aus Sicherheitsgründen die Feier zum Klassenerhalt auf den letzten Spieltag verschoben. Eintracht Trier setzt wieder auf Nico Paczynski. Er hat seine Denkpause in Köln, wo er 73 Minuten auf der Bank saß, dazu genutzt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das da heißt Tore schießen. Mit seinem Siegtreffer hat er Trier in diese günstige Ausgangsposition gebracht. Ein Sieg und die Eintracht hat die Vorgabe der Fans erfüllt. Hinein in die Partie mit Trier. Freistoß Reis. Der Kapitän da vorne, Koch und Krisic, schon nach einer Minute das Signal bei Trier ist klar. Offensiv diese Chance nutzen. Dresden ist ja von allen Abstiegssorgen befreit, aber keineswegs gewillt hier nur lauen Fußball zu präsentieren. Fröhlich mit einem klasse Blick für Lavrić, allein vor Stunnert, gerade noch vor den Dresdner Stürmern, der Trierer Tulter. Vor dem hat ja Trainer Linz seine Abwehr gewarnt, besonders gewarnt. Nämlich vor Lavrić. Trier hat seine letzten beiden Heimspiele zu Null verloren. Das darf heute auf gar keinen Fall passieren. Das ist Pekovic, der Spielmacher. Dann Krisic und Maric. Kleiner Aufreger, aber der Dresdner Torhüter beruhigt die Lage. Eine tolle, faire Geste von Krisic, der Maric hier auch vor dem Schiedsrichter in Schutz nimmt. Dabei hat Maric schon hier ganz schön die Gesundheit des Dresdner Torhüters riskiert. Wenig später kann Schiedsrichter Frank dann nicht mehr ein Auge zudrücken. Gelb für Reis, seine fünfte und damit nicht dabei im vielleicht entscheidenden Spiel gegen Saarbrücken. Das Foul, na klar, gegen Lavrić. Einmal festgehalten, dann nachgehakt, die Verwarnung völlig zu Recht. Freistoß auf der anderen Seite von Pekovic auf Maric, der im Abseits bereits das fünfte Mal in der Anfangsphase. Und die Eintracht wirkt nervös, gehemmt, ganz anders Dresden. Locker und mit viel Lust auf guten Fußball. Wieder Lavrić mit viel Platz, dann gegen Maric. Lavrić gegen Maric. Lavrić und drin ist er. 1:0 für Dresden. Und jetzt wissen Sie auch in Trier, warum dieser Mann so begehrt ist. Allerdings unter 1 Million Euro Ablöse ist der Slowene nicht zu bekommen. Maric viel zu lässig gegen den gefährlichsten Angreifer von Dynamo, der allerdings optimal trifft. Saisontreffer Nummer 14 lässt all die Abstiegsängste in Trier wieder aufbrechen. Ihnen ist das egal, 1500 Dresdner haben bislang die 600 Kilometer Anfahrt nicht bereut. Und der Blick auf Paczynski auf dem Weg zum Anstoß, da blitzt kein Selbstvertrauen auf. Fast schon teilnahmslos, apathisch wirkt Triers Angreifer. Oh, 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 der KSC hat bislang seine Aufgabe erledigt, Trier nicht. Triers Trainer Paul Linz ungewohnt ruhig. Die Nervosität frisst er in sich hinein. Trier droht auf der Zielgerade der Abstieg. Der KSC führt auch Essen nur noch 2 Punkte Vorsprung. Und es gibt Freistoß für Dynamo Dresden. Ausführen wird Oswald. Abgefälscht und Istunat. Der Trier-Torhüter bewahrt sein Team vor dem frühen K.O. Das war nur 3 Minuten nach dem 0:1. Maric wird in der Mauer getroffen. Tolle Reaktion von Istunat. Gestern feiert er noch in Mainz, heute bangt er in Trier. Der Landesvater von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. Und weiter mit Trier. Reis, Labak. Trier versucht viel über die Flügel, aber vieles ungenau. Wieder Reis. Pekovic, der bemühte sich. Und Maric, das ist einfach zu wenig. Sinisterra. Trier weiterhin mit Problemen im Spielaufbau.
Pekovic. Er wirkte angeschlagen. Und dann kommt Labak. Wieder nur so ein Schüsschen, kein Problem für Krešić. Paul Linz, jede Phase seines Körpers ist in Anspannung und er merkt, dass seine Mannschaft diesen Rückstand schwer verkraftet. Dann kurz vor der Pause. Reis. Paczynski und Achtung, der Zweikampf mit Chip. Paul Linz fordert Elfmeter, doch Schiedsrichter Frank verweigert ihn. Wir kennen ja Nico Paczynski, er fällt sehr leicht. Schick spielt den Ball und Paczynski will es ausnutzen, kein Strafstoß. 0:1 zur Pause, Essen ist bis auf 2 Punkte herangerückt. Eintracht hier ganz dick im Abstiegsgeschäft dabei. Wie geht es weiter, Paul Linz? Und die Frage nach Duisburg, hält der KSC seine Führung? Paul Linz als Muntermacher für seine Spieler. Es muss jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Der KSC ist ja vorbeigezogen, gerettet. Linz wechselt. Für den defensiven Reis kommt der offensive Racanel. Und der bekommt auch noch seine Aufmunterung. Und Racanel auch gleich bei der ersten Aktion der zweiten Halbzeit dabei. Es gibt Freistoß, ausgeführt von Racanel. Dann Paczynski und Koch. Ein verheißungsvoller Auftakt. Der Eintracht ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Sie sind ja so etwas wie die Könige des Statements. Der Ministerpräsident Beck, Zuversicht sieht allerdings anders aus. Aber Eintracht Trier macht ab. Freistoß wieder. Sinisterra auf Paczynski und der fällt wieder. Paul Linz, natürlich ist das Strafstoß. Die Geste von Schiedsrichter Frank, aber eindeutig kein Elfmeter. Eine knifflige Szene. Langen trifft Paczynski am Fuß, da könnte man auch Elfmeter pfeifen. Aber Trier nur noch im Vorwärtsgang. Dynamo erwartet den Sturmlauf am eigenen Strafraum. Labak auf Racanel und der Ball nicht im Tor. Die Führung für Dresden mittlerweile glücklich. Und hier folgt der Beweis, dass der Ball von der Latte abspringt vor der Torlinie. 0:1 weiter nach 60 Minuten hier in Trier und Essen führt weiterhin in Aalen. Paul Linz, im Augenblick ist seine Eintracht ja gerettet, das weiß er, aber der Trierer Trainer will sich nicht darauf verlassen, was in Aalen passiert. Dann Paczynski, er packt sein Kämpferherz aus. Auf Racanel mit viel Dampf über links in den zweiten 45 Minuten. Auf Labak, aber Chip dazwischen. Dresden nur noch ganz selten nach vorne. Abschlag Krešić auf Lavric gegen Mamić. Da wird gedrückt, geschubst und gezogen. Lavric vorbei an Mamić. Lavric und 2:0 für Dresden. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit. 75 Minuten gespielt. War es da schon, Paul Linz? Saisontreffer Nummer 15. Die mögliche Ablöse für Lavric wird immer höher geschaut. Das zweite Mal, dass Mamić gegen Lavric patzt und alles im grünen Regelbereich. Erstaunlich, wie robust und elegant sich Lavric durchsetzt und das I-Pünktchen setzt. Jetzt gilt für Trier alles nach vorne, zumindest ein Punkt sichern. Paczynski, kein Foul, sagt Schiedsrichter Frank. Und es geht weiter mit dem Konter von Dresden. Über, na klar, Lavric. Koch kann ihm nicht folgen. Lavric 3:0. Sein erster Hattrick bei Dresden. Und für Trier wird es jetzt langsam bitter, bitter. Wir schauen nochmal. Das Duell Opitz-Paczynski, alles richtig gesehen. Kein Foul vom Dresdner. Und der klasse Pass von Oswald. Lavric mit der sauberen Vollendung. Co-Trainer Michel schimpft noch auf Schiedsrichter gespannt wegen des vermeintlichen Fouls an Paczynski und Paul Linz. Sie müssen aufs Torverhältnis schauen, falls in Aalen ja noch etwas passiert. 0:3, wer hätte das geglaubt? Ecke Trier, der eingewechselte Klasen. Dann Koch, Paczynski und Mamić. Nur 60 Sekunden nach dem 0:3. Der erste Treffer für Trier. 1:3. Der einzige Fehler von Torwart Krešić, der die Flanke ja völlig unterschätzt hat. Es bleiben nur noch wenige Minuten. Schaffen die Trier vielleicht doch noch das Unmögliche? Klasen, Trier mit 4 Stürmern. Mamić nicht im Abseits.
Maric schaut, sieht Becker und der ist drin. Nur noch 2:3, 85. Minute und auch hier haben die Dresdner mitgeholfen. Es ist ein Eigentor von Kapitän Beuchel, vorbereitet vom besten Trierer Stürmer von Maric und der Ball ist eindeutig hinter der Torlinie. Paulins mit leichter Verzögerung und Blick auf den Schiedsrichterassistenten als Dampfmacher. Auf geht's. Es sind ja noch 5 Minuten zu spielen. Aber zunächst einmal haben die Dresdner den Ball. Krešić. Und das kennen wir ja. Direkt auf Lavrić. Schön den Ball angenommen. Auf Scholze. Und der sieht in der Mitte Fröhlich. Ja, ist denn das zu glauben? 4:2 für Dresden. Die Entscheidung in der 90. Minute. Kompliment an die Sachsen, dass sie in dieser Partie ohne Wert für sie so gekämpft haben. Ein wunderschöner Treffer als möglicher Abstiegsschocker für Dresden. 2:4 verliert Paul Linz sein 3. Heimspiel in Folge. Jetzt müssen sie hoffen, dass Aalen und Essen die Punkte teilen. Volker Opitz ist der einzige Feldspieler der zweiten Liga, der alle 3060 Minuten in dieser Saison durchgespielt hat. Gratulation an den Innenverteidiger. Man muss auch bedenken, dass er 18 Spiele davon mit 4 gelben Karten vorbelastet war. Das Rudolf-Habich-Stadion ausverkauft, 23.000 Zuschauer, die Gäste in den blauen Trikots. Onwuzurike, Pavel David und Krešić. Nach 60 Sekunden bereits die erste Chance für das Team von Jan Kocher. Aber auch die Dresdner fanden schnell in die Begegnung. Lavrić! Und das war knapp. Lavrić ja vom MSV Duisburg umworben. Die Gäste erstmalig unter Kocher in einem 3-5-2-System. Keine Viererkette. Pavel David, Onwuzurike und Thorsten Traub. 9 Minuten gespielt. 1:0 die Führung. Und ausgerechnet den letzten, den 34. Spieltag hat sich Thorsten Traub aufgehoben für sein erstes Saisontor. Der erste Treffer für den Innenverteidiger. Nur 3 Minuten vergingen, da fand Dresden die richtige Antwort. Oswald und Lavrić. 1:1, 17. Saisontor. Das macht den Slowenen im Zweifel noch teurer. 1 Million Euro verlangen die Dresdner. Das sind die Duisburger im Moment nicht bereit zu zahlen. Die Verhandlungen wurden am Freitag erst einmal abgebrochen. Weiter ging es in einem prima temporeichen Spiel. Fröhlich, Kennedy. Twarzik, der ja seinen Vertrag verlängert hat, will ein Jahr länger im Kasten stehen bei Rot-Weiß Erfurt. Und weiter ging's mit Rot-Weiß Erfurt, die respektlos waren. So wie hier Onwuzurike, Pavel David, Barletta. 5 Minuten waren da im ersten Durchgang noch zu spielen. Ronny Scholze, Christ und Twarzik. Prima Schuss. Und Christoph Franke hat ja noch einen Vertrag bis 2006. Vielleicht wird als Dankeschön für diese gute Saison dieser Vertrag verlängert. Finanziell steht den Erfurtern ja das Wasser bis zum Halse. 500.000 Euro sind noch nötig für die Regionalliga-Lizenz. Bis zum 2. Juni müssen die aufgetrieben sein. Der zweite Durchgang wieder mit prima Spiel der Dresdner. Lavrić, zu schläfrig, zu schlafmützig geht er dahin. Das hätte ja die Führung sein müssen. Er rechnete nicht mehr mit David Fall, der ihm da in die Parade fährt. Freistoß Oswald. Nur knapp vorbei. Das Niveau der Zweitliga-Begegnung hier nach wie vor sehr ansehnlich. Und jetzt alle Augen auf Ansgar Brinkmann. Das ist Marco Christ. Jetzt ist Brinkmann am Ball. Aus dem Stand lässt der Keller da stehen. Brinkmann und das 2:1. Lavrić lässt sich feiern, aber es war ein Eigentor von Thorsten Traub. Werden wir gleich sehen. Aber achten Sie auf den selbsternannten weißen Brasilianer. Der nimmt den Mund manchmal etwas voll, aber mit solchen Argumenten unterstreicht er natürlich diese Qualität.
Er ist vielleicht ein alternder weißer Brasilianer mit 35 Jahren, aber das war eine sensationelle Vorbereitung. Er wird mit Sachsen-Leipzig in Verbindung gebracht. Die spielen in der Oberliga, haben ihm wohl einen 3-Jahres-Vertrag angeboten. Weiter ging's mit Dresden und Fröhlich, Zwarzig. Zwarzig entwickelte sich wie so oft zum besten Erfurter in dieser Phase. 15 Minuten waren noch zu spielen, dann ging Christ vom Platz, um Steffen Heidrich noch einmal eine Viertelstunde zu geben. 3 Jahre spielt er jetzt bei Dresden, wechselt ins Management. Er einer der tragenden Säulen, auch beim Aufstieg gewesen im letzten Jahr. Noch 8 Minuten zu gehen. Pavel David, Schnetzler und Krešić. Auch der hat ja seinen Vertrag um 1 Jahr verlängert. Das war's. 2:1 für Dynamo. Die Dresdner holten damit aus den letzten 14 Spielen 31 Punkte. Erfurt muss als Aufsteiger wieder runter. Dynamo Dresden hingegen ist der beste Aufsteiger. Sie erreichen immerhin einen einstelligen Tabellenplatz.